Als wir vor 8 Jahren hier angefangen haben mit den Hamburg Freezers und jetzt hieß es von den Eishockey-Team nach Hamburg, war ich gerade immer Moderator und hatte keine Ahnung von diesem Sport. Aber ich habe das hier gemacht als Moderator, weil ich gerade immer sowieso alles moderieren darf und dann hieß es vom Baumbacher Eishockey. Alles klar. Ich habe da gesessen, ich habe auch noch den DJ dazu gemacht, also die Musik und die Moderation. Und die ersten Spiele waren für alle Beteiligten eine echte Hölle, weil das war noch nicht so gut, wie es eigentlich sein sollte. Zum Glück hatte ich von Anfang an viel Unterstützung aus der Fankurve. Ich hatte sogar Spione in der Fankurve. An der Stelle nochmal schöne Grüße an Tobi und Wendel und viele andere, die mir Mails geschrieben haben und gesagt haben, Martin, das kannst du nicht machen. So was macht man jetzt einfach nicht. Und ich habe mir gedacht, ah, okay, mach ich nicht, schreibe ich mir auch mal klar. Das habe ich 4 Jahre gemacht und ich glaube, das ging. Das war super. Und auch das ist ein Stück von dem, was ich schon gesagt habe. Ich habe richtig viel gelernt. Aber ich habe auch eine Bitte, denn genau, ja nicht genauso, er ist jetzt schon besser, als ich damals gestartet habe. Es wurde heute schon so viel geredet und jetzt läuft doch schon wieder dieses Band und das ist das, was mir immer die Stimme schon sagen lässt. Ich muss das Mikrofon übergeben. Was ich ungern mache, ich habe schon Michael Fahrt nicht gerne gegeben, das ist mein Mikrofon. Aber nicht mehr lange. Das ist Kevin Kuhn. Kevin ist der neue Arena-Sprecher der Hamburg Freezers. Er ist quasi mein Nachfolger und das ist jetzt sein Mikrofon. Und ich sage einfach noch einmal danke und wirklich viel, viel Dank für all die Unterstützung. Das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und ich möchte wirklich glauben, es kann mir so unheimlich schwer, weil das ist nicht nur ein Job, das ist nicht nur die Freezers, das ist ein wichtiger Teil unseres Lebens. Mein Sohn ist 2 Jahre alt, wenn ich abends losgefahren bin, dann hat er muss arbeiten. Dann hat er getan, dann mit dem Mikro in der Hand und sagt, Freezers! Ja, das hat alles so viel mit mir auf dem Spiel. Und das ist so beschreiblich. Danke, tschüss. Auf der einen Seite saß ich bis vor 3 Wochen noch da oben und habe jedes Spiel mitverfolgt. Und auch Martin war mein Stadionsprecher, mein Hallensprecher bei den Hamburg Freezers. Jetzt stehe ich hier unten. Ist natürlich wahnsinnig, unbeschreiblich, dass ich hier unten bei euch stehen darf. Ich freue mich auf diese Zeit. Und Martin hat schon gesagt, er hat am Anfang schwer gehabt. Ich werde es bestimmt auch am Anfang schwer haben und ich werde bestimmt auch irgendwann mal Fehler machen. Aber solange wir zusammen, und ich habe noch, muss ich noch dazu sagen, noch keinen Sohn, aber vielleicht erleben wir das ja zusammen, ich weiß es nicht, aber ich freue mich auf jeden Fall auf die nächsten Jahre und ich hoffe, ihr unterstützt mich. Vielen Dank.